Mit Messer und Pistole stürmen zwei Räuber eine Tankstelle in Hannover-Kirchrode. Die Täter zwingen Kassiererin Jennifer, die Kasse zu öffnen. Also der Schreck und der Schock war im ersten Moment da. Messer und die Waffe waren halt zu leicht zu sehen und es wurde auch unmissverständlich klar gemacht, was zu tun ist, und dem bin ich nachgegangen. Mit vorgehaltenem Messer drängt einer der Täter Kassiererin Jennifer in den Verkaufsraum hinein. Ja, also hätte ich diesen halben Schritt nicht nach hinten gemacht, sondern anstatt nach vorne, wäre ich ihm wirklich ins Messer reingelaufen. Natürlich habe ich mir auch darüber Gedanken gemacht, Mensch, wenn du nicht so reagiert hättest, wie hätten die denn reagiert? Wäre es wirklich zu einer Körperverletzung gekommen? Etwa 2 Minuten lang ist Jennifer in der Gewalt der Räuber. Einer plündert hektisch die Kasse, der andere Maskierte scheint an der Tür Schmiere zu stehen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die am 23.11. die Täter gesehen haben können. Die beiden Männer werden auf etwa 25 Jahre geschätzt. Der Mann, der die Frau mit einer Pistole bedrohte, war etwa 1,70 Meter groß und soll eine schlanke bis schmächtige Statur gehabt haben. Der andere Täter war etwa einen Kopf größer, ca. 1,80 Meter groß, eher von einer muskulösen Statur. Wenige Tage nach dem Überfall arbeitet Jennifer wieder in der Tankstelle. Allerdings nur in der Tagschicht, so hat es Stationsleiterin Tuba Dönmetz aus Schutz entschieden. Hauptsache, ihr ist nichts passiert. Ist natürlich nicht schön, auch für uns nicht, aber das ist nicht so wichtig, wie es ihr geht. Jetzt hoffen beide, dass die Täter schnell geschnappt werden. Ja, Kopfgewirr, ne? Schlafen ist nicht gut, also schlafen ist noch nicht so toll. Aber ich schätze mal, das vergeht auch mit der Zeit. Und hier arbeiten, ja, man muss sich ja irgendwo seinen Ängsten stellen, nehme ich mal an, ne? Und wenn ich jetzt sage, ich bleibe zu Hause, ich mache nichts mehr, ja, um Gottes Willen, dann dürfte ich gar nicht mehr arbeiten.